Raketenbeschuss scharf gemacht. Zack, Panzer 2 ist auch nicht. Auch jetzt dran. Yeah. Wirklich gute Arbeit. Gute Arbeit. Von allen. Alle mir nach. Erwarte Zielkoordinaten. Was jetzt, Sarge? Sichert die Umgebung, Männer. Auf Befehle von Major Vaughn. Machen wir mal Pause. Polanski? Nein, bitte nicht. Okay? Nein! Sullivan, nein, durchhalten. Alles wird gut. Sanitäter! Sullivans Tod setzt uns allen zu. Wir haben es nicht kommen sehen. Ich kann es noch immer nicht glauben. Der kräftigste, verlässlichste und mutigste Marine, den ich je gekannt habe. Nur ein Augenblick und er war tot. Jetzt liegt es an mir. An mir alleine. Diese Männer, meine Brüder, sicher durch diese Mission zu führen. Mit Abwehrkanonen vom Flugfeld auf Penelio holen unsere Flugzeuge vom Himmel. Dieses Flugfeld einzunehmen ist unsere einzige Priorität. Ganz gleich, was es kostet. Seine Leiche wird schon bald zurück in die Staaten gebracht. Ich war mir sicher, dass Sullivan es schaffen würde. Wir waren unachtsam, Polanski. Das darf nicht nochmal passieren. Also, was jetzt? Die Japaner haben im Westen so ziemlich alles unter ihrer Kontrolle. Auf direktem Weg laufen wir den Japanern vor die Flinte. Auf der Flanke werden wir vielleicht nass, sterben aber nicht. Wir treffen uns mit dem Fünften, wenn wir durch den Sumpf sind. Wachsam bleiben. Ich muss mal ganz kurz. Musik, wieso ist die Musik aus? Wieso habe ich die Musik ausgemacht? Ah, das könnte nur sein wegen damals, wegen dem Multiplayer vielleicht. Das arme Schwein muss es heute Morgen erwischt haben. Der Rumpf qualmt noch nach Überlebenden suchen. Er hängt irgendwo fest! Scheiße! Granaten! Weg von hier! Oh shit! Scheiße! Boah, wie sie alle nur auf mich ballern! Süße Pistole auf jeden Fall. Ein Hinterhalt! Haltet sie zurück! Das war eine Nummer! Runter! Bam, bam, bam! Okay, die nehme ich mir auch noch mit. Oder was? Ne, nehmen wir die mit. Ich glaub's nicht, die platzieren Ladungen an Leichen. Noch ein verdammter Hinterhalt! Die sind überall! Irgendwie schon, oder? Ist mir auch gerade aufgefallen. Da ist noch einer. Hä? Banzai? Wir sind zu spät. Ja. Das ist es, Marine! Folge sie uns! MGs in den Bunker da vorne! Die Artillerie steht direkt davor! Private! Yeah! Werfen Sie eine Granate da rein! Los, Bewegung! Nice! Los, los. Nice, nice, nice! Hä? Tschu, ihr müsst leider Gottes. Müsst ihr sterben! Die Waffe gefällt mir auch gerade, die ich gerade habe. Ist auch nicht schlecht. Gut, dann wollen wir auch mal ein bisschen näher gehen, damit ihr nachrücken könnt. Boah, schubst mich doch nicht weg hier. Ich glaube, ich gehe mal hier links lang. Oh, wie viele Leichen da liegen, was ist da denn los? Scheiße, jetzt mal ohne Witz. Wow, hier sind ja noch mehr. Okay, Blind Fire, das bringt gar nichts mit dieser Waffe, haben wir ja gerade gesehen. Guck mal, wie er da schon steht.
Ist er tot? Und weg damit. Boah, ich brauche Munition. Komm, explodieren. Kontrollpunkt erreicht. Wow. Was sind das eigentlich hier? Rauchgranaten sicherlich. Hä? Oh mein Gott! Boah. Ah, voll der übelste Munitionsmangel. Okay, den habe ich ausgeschaltet. Ich will Sperrfeuer auf diese MGs. Unsere Flammenwerfer müssen die Bunker erreichen. Sperrfeuer! Ah, das war klar. Her mit dem Teil. Bitte an den Flammenwerfer und erledigen Sie das. Brutzel, Brutzel! Boah! Zum Teufel! Schlägt doch nicht den. Ne. Ich war gerade am Überlegen, ob ich den direkt ganz ablege. Was zum Teufel war das denn jetzt? Wir haben uns in die Ecke gedrängt. Wir brauchen Deckung. Ich glaube, in der internationalen Fassung verkohlen die richtig und alles. Aber da sind ja auch natürlich Hakenkreuze drin, deswegen ist das nicht erlaubt in Deutschland. Damit nicht nur injiziert, sondern richtig verboten. Das heißt, also es ist strafbar. Wait, wait, wait! Kommt ihr denn schon wieder her? Scheiße! Also, ne. Da war noch was. Die Bar. Ne, ist sie nicht. Weißt du was, ich rode hier einfach alles nieder. Die haben einfach auf uns gewartet. Bist du blöde? Lustig. Der Feind hat sich im Bürogebäude verschanzt. Emma ist Grant. Her mit der Waffe. Oh, da oben, ja. Ich seh's. Alles klar, ausgeschaltet. Boah, ich kämpfe mich jetzt hier durch mit dem Flammenwerfer. Scheiße, der ist leer! Fuck! Aus. Ich häng fest! Nein! Nein! Ich häng fest! Ich häng fest! Nein! Ich häng tatsächlich fest, Ich häng fest! Scheiß, Bug! Ich kann mich nicht mal selber umbringen.
Level Neustart, das gibt's nicht, oder? Hallo! Kann ich nicht mich irgendwie... Ich hab keinen Bock, das komplette Level neu zu starten. Gibt's keinen Checkpoint? Scheiße, ich häng fest. Nein! Ich kann B drücken, ich kann A drücken. Dann machen, was ich will. Ich hänge fest. Da kommt einer. Töte mich! Nein! Zhang Li, oder wie du heißt. Der ist eher chinesischer. Was weiß ich? Irgendein japanischer Name. Nein, du bist tot. Ist natürlich scheiße jetzt. Speichern und Ende. Junge, geh mir aus dem Weg. Also die Todesecke da, die meide ich. Erstmal ein bisschen Rauch, ein bisschen Granaten rein und dann gehen wir da gleich selber rein. Und zwar jetzt. Und ich sterbe. Ich sterbe. Okay, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Aber irgendwie müssen wir ja Stress machen, oder sollte ich warten, bis er wieder den Angriffsbefehl gibt? Nee, das dauert alles viel zu lange. Das dauert alles zu lange. Und tschüss. Stirb. Woo, Leute, wer ist denn hier? Lass meine Freundin in Ruhe! Bam. Weiter so! Noch ein Angriff und der Flugplatz gehört uns! Nehmen wir die mit. Danke, Buddy. Hast mich beschützt, glaube ich. Ich glaube, dass er genau das ist sogar eine. Ja, das ist die Map. Das ist die Multiplayer Map. Flugfeld heißt sie, glaube ich, so ähnlich. Oder? Nee, Flugfeld? Ich hab mir das jetzt einfach nur ausgedacht, weil ich hier Flugzeuge sehe gerade. Aber ich denke mal, die Leute, die den Multiplayer gezockt haben, wissen, welche Multiplayer-Map ich meine. Oh Gott, das war dumm.